Atmen, natürlich auch bei strömendem Regen. Wir haben schon zwei 20-Meter-Versuche hier registriert. Helma Knorscheid 20,16 Meter und Margitta Pufe 20,14 Meter. Und nun erwarten wir also die Weltrekordlerin, die nun unter dem schützenden Schirm hervorkommt, zu ihrem ersten Versuch. Man muss es nicht extra sagen, der Ring ist glatt, die Bedingungen für die Kugelstoßerin sind erschwert. Aber der Beifall zeigt, das war trotz des glatten Ringes wohl schon der erste 21er. Und das ist der erste Zwischenlauf über 100 Meter mit Bärbel Wöckel. Sich für Ilona Slupjanek konzentrieren wir uns auf die Zeitlupe. Bärbel Wöckel läuft innen ganz rechts und Annelies Walter ist die dritte von rechts. Siegerzeit für Bärbel Wöckel, jawohl, zweites Annelies Walter, dritte ist Ingrid Auerswald. Das ist ganz knapp in den Platz 3. Hier gehen die ersten drei gleich in das Finale bei den Zwischenläufen der Frauen. Die Favoritin für den DDR-Meistertitel startet in diesem Zwischenlauf. Es ist Marlies Göhr auf der Platz 3, auf der Bahn 3. Mit ihr Dürre, Walzer, Schölzel, Rieger, Geipel, Schäfer, Niemschke. Dritte von rechts, das ist also Marlies Göhr. Das Leichtgewicht und den Sprinterinnen neben ihr Bärbel Schölzel. Die ersten drei Plätze sind wieder interessant und sie sind diesmal klar vergeben. Marlies Göhr, Gesine Walzer und Bärbel Schölzel sind die drei, die in das Finale gehen. 11,29 die Siegerzeit bei fast wolkenbruchartigen Bedingungen für Marlies Göhr. Hier ist die Zeitlupe. Ganz klar, schon im Startabschnitt haben sich die ersten drei abgesetzt. Rechts, das ist Gesine Walter, die Erfurterin. In der Mitte Marlies Göhr und links neben der Marlies Bärbel Schölzel. Es ist auch deutlich zu sehen, dass Marlies Göhr dieses Rennen nicht voll ausläuft. Margitta Pufes zweiter Versuch im Kugelstoßen. Sie ist dritte mit 20,14 Meter. Vorher liegt Helma Knorscheid, die 2 Zentimeter weiter gestoßen hat. Im zweiten Versuch war die Hallenserin nicht so gut. Die Kugelstoßerinnen haben natürlich nur ein Problem, so weit wie möglich das Gerät, die Kugel trocken zu halten und sich selbst natürlich auch. 20,21 Meter Steigerung für Margitta Pufe vom einheimischen SC Motor Jena. Nun ist sie Zweite. Margitta Pufe, die ja vor einer Woche einen recht zufriedenstellenden Wettkampf hatte, der ihr Mut gab für diese Meisterschaften. Keiner von den Athletinnen glaubt natürlich, dass sie Ilona Slupjanek gefährden können. Das ist gar keine Frage. Die ja mit ihren 21,46 Meter Jahresbestleistung gestoßen hat, auf Anhieb. Die sich wie immer glänzend vorbereitet zeigt, auch auf diese DDR-Meisterschaften. Da kommt die 24-Jährige vom Sportclub Dynamo Berlin. Die Haare, das sieht man, sind schon klitschnass. Es hilft auch nicht viel, wenn man von einem Schirm zum anderen wandert. Aber Sie sehen diese Bewegung, die Kugel muss trocken gehalten werden, sonst rutscht sie aus den Fingern, sonst fehlt der Halt. Ilona, die einen etwas anderen Saisonaufbau hatte als in den vergangenen Jahren, die ihre Höchstform wahrscheinlich erst jetzt in diesen Wochen erreichen wird. Ihr zweiter Versuch. Wie gesagt, 21,46 Meter gleich zum Start. Damit sind die Fronten schon geklärt. Wieder gültig. Auf der anderen Seite rechts, da sitzt Helma Knorscheid, die zurzeit Dritte ist.
20 Meter und 82 Zentimeter im zweiten Versuch, Jonas Lupjanik. Dann vorher hatte Angela Schulze vom PSC 19,68 Meter erreicht. Das ist eine neue persönliche Bestleistung. Es gibt auch einige junge Mädchen, die an die Pforte der 20 Meter klopfen. Helma Knorscheid hat diese schon bezwungen in diesem Wettkampf. In einem anderen auch schon die 21 Meter. Sie ist zurzeit Dritte mit 20,16 Meter. 19,82 jetzt für die Hallenserin. Dieter Bufe sehen. Auch sie im dritten Durchgang. Auch eine 21 Meter weitstoßende Athletin. Vorher hat sie diese Weite erreicht. Zurzeit Zweite mit 20 Metern 21. Tja, was für die Langstreckler gut ist, für die Kugelstoßerin ist es ganz sicher schwer. Lupjanik sehen wir, die Weite von Magita Pufe ist, glaube ich, nachzutragen. 20 Meter 23, also erneut eine Steigerung. Und ich meine, schon zur Halbzeit dieser Konkurrenz kann man sagen, bei diesen Bedingungen ist es ein sehr guter Wettkampf, keine Frage. Ilona Lupjanik hat bisher das Ausrufezeichen gesetzt mit ihren 21 Metern 46, dann 20 Meter 82. Vielleicht hat sie sich gesagt, ich lege alle Konzentration, alle Kraft in den ersten Versuch. Wer weiß, es kann nur schlimmer werden mit dem Wetter. Erstaunlich, dass bislang auch fast alle Versuche gültig sind. Man sollte doch annehmen, dass bei diesem glatten Ring die Stoßerinnen herausgetragen werden. Aber das ist nicht der Fall. Die Fotoreporter haben Sorgen, ihre Kameras trocken zu halten. Kugelstoßen. Der Endkampf beginnt mit Cordula Schulze. Das ist eine dieser jungen Damen, die 20 Meter anpeilen will. 19,68 Meter in diesem Wettkampf. Ein Schützling von Helga Börner, wie auch Liane Schmuhl, die neben ihr steht. ...19,75 Meter. Wiederum Steigerung. Die zweite der Junioren-Europameisterschaften von 1977, war im Vorjahr verletzt. Es sieht so aus, als sollte sie in diesem Jahr sich wieder steigern können. Nächste ist dann Helma Knorscheid, da präpariert sie sich bereits. Ein bisschen Magnesium an die Kugel, damit die Haftung verbessert wird. Das ist die Frage in dieser Konkurrenz, wer wird Zweite hinter Ilona Lupjanik? Helma Knorscheid oder Magita Pufe. Zurzeit ist Magita Zweite. Ungültiger Versuch von Helma Knorscheid. Der Pufe sehen wir. Auch sie hat dieses Magnesiumpulver benutzt. Allerdings, man darf es nur an die Fingerspitzen, an die Hände nehmen, denn das Gerät darf damit nicht beschmiert werden, hätte ich bald gesagt, denn es ist ja ziemlich nass, denn das wäre ein Regelverstoß. Also Magita Pufe im vierten Durchgang. Sie hat sich kontinuierlich bislang gesteigert von 2014 über 2021 auf 2023. Wieder 2021. Mittlerweile im fünften Durchgang und nach wie vor verfolgen wir speziell den Zweikampf zwischen der Hallenserin und der Jenaerin, zwischen Helma Knorscheid und Magita Pufe. Es hat im vierten Durchgang keine Veränderungen in diesen Positionen gegeben. Helma Knorscheid hatte einen ungültigen Versuch. Magita Pufe erreichte 20,21 Meter und Ilona Lupjanik 20,89 Meter. Das war, glaube ich, der einzige Versuch von ihr, den wir nicht hatten. Da waren die 5000 Meter Läufer in der Schlussrunde.
wieder ungültig. Die 24-Jährige vom Sportclub Chemie versucht es nun mit mehr Risiko. Noch eine Möglichkeit hat sie, Magita Pufe zu verdrängen. Da sind die beiden. Oder besser, sie standen beide zusammen. Liane Schmuhl, Junioren-Europameisterin 1979 vom TSC Berlin, Trainingskameradin von Cordula Schulze. Bestleistung 19,41 Meter und 18,18 Meter bisher in dieser Konkurrenz. Vom TSC Berlin kommt vielleicht der beste Nachwuchs in der Kugelstoßkonkurrenz der Damen, denn auch Magita Pufe gehört ja zu den gestandenen Athletinnen. Nachdem sie jahrelang das Double gemeistert hatte, also Diskuswerfen und Kugelstoßen, hat sie sich nun wahrscheinlich ganz auf das Kugelstoßen orientiert. Sie hofft, dass sie damit auch besser fährt. Dies hier ist ihre Heimanlage. Vielleicht haben Sie es gerade gesehen, der Kampfrichter monierte, dass Magita dieses Pulver oder versuchte, die Kugel haftbarer mit diesem Magnesiumpulver zu machen und hat das moniert und Magita musste die Kugel wieder sauber wischen. Wie gesagt, es darf nur an den Händen bleiben. Gültig und möglicherweise wieder in diesem Bereich. Auf jeden Fall wirkt die Jenaerin sicherer als Helma Knorscheid vom Sportclub Chemie Halle. 20,37 Meter Steigerung. Helma Knorscheids bester Versuch 20,16 Meter. Magitas bester 20,37 Meter. Er arbeitet zurzeit am Hamlet, hat ihn aber noch nicht aufgeführt. Ein großer Darsteller. Ja. Larry Lipinski. Behältst du den Namen? Was? Sie hat die 18 Meter bezwungen in diesem Wettkampf. Das ist sicher für sie auch eine ganz gute Leistung, denn die jungen Damen sind logischerweise technisch noch nicht so gefestigt und haben ein bisschen mehr Schwierigkeiten mit den Bedingungen, wenn beispielsweise der Ring glatt ist. Das ist ganz normal. Und da haben wir wieder die Königin in der Konkurrenz, Ilona Slupjanek. Ihre Erfolge muss man mittlerweile nicht mehr aufzählen. Der Name Ilona Slupjanek allein genannt birgt für ihre Qualität. Sie ist ungefährdet mit ihren 21,46 Metern aus dem ersten Durchgang und es ist keine Frage, wer hier DDR-Meisterin werden wird. Das war der fünfte Versuch auch von ihr. Zeitlupe, das tiefe Abtauchen und dann die Kraftübertragung praktisch in einem Fluss. Ja, ich glaube ein 21er, aber die Fotoreporter sind so nett und stehen genau vor der Tafel. Unser Regisseur hat mir geholfen, 21,16 Meter für Ilona Slupjanek, der zweite 21er in der Konkurrenz. Die ersten fünf im Kugelstoßen der Frauen können wir festhalten. Liane Schmuhl ist fünfte, dann Cordula Schulze vom TSC vierte, Helma Knorscheid dritte, denn sie hatte einen ungültigen Versuch im letzten. Magita Pufe ist zweite, sie hatte keine Steigerung mehr und Ilona Slupjanek ist die Meisterin. Nicht überraschend, dass das vor dem letzten Durchgang, vor dem letzten Versuch feststeht. Sie hätte mit jedem ihrer Versuche die Konkurrenz hier für sich entschieden. Einmal mehr unterstreicht auch das ihre Stärke.
21,46 Meter, das war bislang der beste Versuch aus dem ersten Durchgang. Dann hatte sie noch einen 21er, nämlich den fünften, mit 21 Metern und 16 Zentimetern. Die Zeitlupe dieses Versuches, die beste Kugelstoßerin der Welt, einmal mehr DDR-Meisterin und sehr, sehr souverän. 21,31 Meter, damit beschließt sie den Kugelstoßwettkampf. Im Moment wird es hier erstmal eine kleine Pause geben und ich würde vorschlagen, wir rufen Sibylle Künstler in Berlin. Nicht von vornherein fest. Cordula Schulze vom TSC Berlin. Ihre 20,12 Meter reichten jedoch nur für Rang 2. Mit 20,67 Meter stieß die Rostockerin Ines Müller, eine international respektable Weite, die Siegerweite. Die erste DDR-Weltrekordlerin der neuen Saison, die Jenaer Speerwerferin Petra Felke. Superwürfe kann man auch von ihr nicht jedes Mal erwarten. Doch auch 68,68 Meter können sich durchaus sehen lassen. Auf dem Sula-Friedberg sind ja auch andere Bedingungen. Zweite Yvette Bletsch, dritte Ellen Schulz, vierte Ines Biebernell, die 10-Kilometer-Meisterin. 4 Minuten 15,02 Sekunden für Ulrike Bruns, für die Siegerin von Jena. Und da ich bei Zeiten bin, möchte ich noch die offiziellen mitteilen vom 400-Meter-Lauf der Männer. Das Rennen übertrugen wir ja vor geraumer Zeit schon. 45,06 für Thomas Schönlebe, der gerade mit seinen beiden anderen Platzierten zur Siegerehrung gerufen wird. Jens Karlowitz 45,15, Matthias Schersing 45,82. Recht gute Zeiten. Auch Frank Möllers Auftakt auf den 400 Metern ist mit 46,06 nicht schlecht. Carlo Niestedt 46,21. Carsten Petters 46,35. Das sind wirklich gute Zeiten für die 400 Meter. Birgit Sonntag mit Ellen Neumann, mit Petra Pfaff, Heike Besler und Ilona Eulenstein. Das sind die Bewerberinnen für den Titel über die Distanz bei den Frauen. Birgit Sonntag ist das vom SC Cottbus. Vor ihr wird laufen Elle Neumann vom Sportclub Dynamo Berlin. Dann Petra Pfaff vom SC Cottbus. Also Nachfolgerin für Karin Roßlei sind wahrscheinlich in diesem Rennen schon dabei. Heike Besler und Ilona Eulenstein sind die Nächsten. Und für mich persönlich wird der Zweikampf zwischen Elle Neumann und Petra Pfaff, der vermutete Zweikampf zwischen diesen beiden, das Interessanteste. Auf der Bahn 1 ist noch dabei Sigrun Ludwigs, das ist die hell gekleidete Läuferin, aber wir orientieren uns auf die Spitze. Petra Pfaff und Elle Neumann mit dem höchsten Anfangstempo, Birgit Sonntag, ist ein bisschen zurückgefallen. Im Moment ein leichter Vorteil für die Dynamo-Läuferin. Die letzten 100 Meter, 400 Meter Hürden der Damen. Zweikampf zwischen Elle Neumann, der hier schon entschieden scheint, und Petra Pfaff vom SC Cottbus. Elle Neumann kommt mit Vorsprung ins Ziel. Mit welcher Zeit? Mit 54,79 Sekunden vor Petra Pfaff und dritte ist bei Birgit Sonntag geworden. 54,79 Sekunden, das ist fast Bestleistung für Elle Neumann. Die 22-jährige Berlinerin wurde bislang mit 54,56 Sekunden notiert. Ein sehr gutes Rennen der Hürdensprinterinnen vom Sportclub Dynamo Berlin und der Meistertitel für sie. Die Zeitlupe
minimale Schwierigkeiten für einen Neumann an der letzten Hürde. So deutlich hatte ich den Vorsprung für Alan Neumann nicht erwartet, nachdem Petra Poff vor einer Woche in Erfurt auch ein sehr gutes Rennen lief. Es war ihr erstes in der Saison. Aber wie es aussieht, hat sie doch noch nicht das Stehvermögen. Alan Neumann also klar in Front, dann Petra Pfaff und auf der Innenbahn, jawohl, dritte wird Birgit Sonntag, die beiden Cottbuserinnen auf den Plätzen 2 und 3. Turmlauf von Frank Emmelmann, fragt man sich nun, was können die schnellen Damen leisten? Ines Geipel, Gesine Walter, Marlies Göhr, Bärbel Wöckel, Bärbel Schölzel, Annelies Walter, Kirsten Simon, Ingrid Auerswald. Für die Klasse des Feldes spricht vielleicht auch, dass es schon zwei Fehlstarts gegeben hat. Marlies Göhr auf der Platz, auf der Bahn 3. Wie weit kann sie bedrängt werden von Bärbel Wöckel, die auch einen guten Start hat? Und Gesine Walter auf der Bahn 2. Das Finish. Ein gutes Finish von Marlies, die gewinnt vor Bärbel Wöckel. Und dritte ist, glaube ich, sogar Kirsten Simon geworden. Das wäre eine Überraschung. Warten wir es ab. Siegerzeit 11,20 Sekunden. Für die Siegerin, für Marlies Göhr, die sich im Finish weiter verbessert zeigt, die einmal mehr sehr, sehr hart von Bärbel Wöckel bedrängt wurde. Die Zeitlupe. Bärbel Wöckel diesmal auch am Start recht gut. Rechts von Marlies Göhr, das ist die dritte von rechts, Gesine Walter. Die ist aber jetzt schon geschlagen. Marlies Göhr hier in Front. Bärbel Wöckel bedrängt sie. Und wer wird Dritte? Das ist die Frage. Ganz rechts ein starkes Finish der Rostockerin Simon. Titelträgerin wird Marlies Göhr vor Bärbel Wöckel. Und Dritte wird, ja, entweder Gesine Walter oder Kirsten Simon. Hier muss sicher das Zielfoto zur Rate gezogen werden. Der Schaftsentscheidungslauf der Damen. Die beiden Spitzenreiterinnen heißen Angelika Zauber, Dynamo Berlin jetzt vorn und dahinter die eigentliche Topfavoritin Ulrike Bruns vom Asker Vorwärts aus Potsdam. Dritte, jetzt läuft sie in das Bild hinein, Beate Liebig aus Erfurt. Aber bitte gestatten Sie noch ein Wort zum Gehen, denn der junge Ralf Kowalski vom TSC Berlin schaffte eine Verbesserung der Meisterschaftsleistung um 3 Minuten. Er ging, sage und schreibe, nur 1 Stunde 21 Minuten 39 Sekunden, verfehlte die gesamte DDR-Bestleistung von Hartwig Gauder um eine ganz knappe Sekunde. Also dieser junge Spreeathener in bemerkenswerter Form und das bei Dauerregen, bei einem Temperatursturz von fast 10 Grad auf dieser 1,6 Kilometer Schleife hier in der Nähe des Paradiesgartens von Jena. Matthias Schröder aus Schwerin gewann das Dreispringen mit bescheidenen 15,99 Meter vor Axel Gross, Bodo Bremer und Romano Göring. Und die offizielle Siegerzeit, Meisterschaftszeit von Frank Emmelmann, dem neuen Sprinterstern aus Magdeburg, war 10,19. Doch nun mit ganzer Aufmerksamkeit zu diesem Spitzenduo der 3-Kilometer-Läuferinnen. Ulrike Bruns ist ja unsere Landesrekordlerin, die Startnummer 97 ist das. Diese Rekordzeit beträgt 8 Minuten 49,2. Die Zwischenzeiten waren hier gut, vor allen Dingen dank auch des Tempomachens der Berlinerin Angelika Zauber. Zauber übrigens war noch nicht unter 9 Minuten gekommen, in diesem Jahr 9.074. Sie hat sich erst auf diese Strecke jetzt konzentriert und weist hier doch erstaunliche Fortschritte nach. Ich vermute jetzt aber einen energischen Antritt der Läuferin vom Potsdamer Luftschiffhafenstadion, der Ex-Lausitzerin. Aber immer noch hält Angelika Zauber gut dagegen. Poznjakova aus der UdSSR, in diesem Jahr schon 8.34.8. Das wird eine Marke sein dann für die kommenden großen Entscheidungen. Yushina und Wirna und Safarova können ja alle in diese Gegend hineinlaufen. Auch die Norwegerin Weiz mit 8.44 schon in diesem Jahr. Da ist die Zielentscheidung und ein kraftvoller Antritt der ASK-Athletin. Aber bravourös hat Angelika Zauber mitgehalten. Ulrike Bruns wird die Meisterin in sehr guter Zeit. Knapp dahinter Angelika Zauber. Ulrike Bruns verfehlt den Landesrekord nur um ein, zwei Atemzüge.
und Angelika Zauber mit neuer, toller, persönlicher Bestleistung. Beiden große Anerkennung, überhaupt allen, die heute hier ihr Bestes gaben bei diesem Gewitterregenguss und bei diesem Dauerregen, der folgte. Es war ein sehr optimistischer Meisterschaftsauftakt bei sehr guten organisatorischen Bedingungen und angenehmer Zuschaueranteilnahme am ersten Meisterschaftstag in Jena. Die Siegerzeit. Bei diesem Moskauer Wettbewerb. Die Siegerin heißt Galina Savinkova, ehemalige Weltrekordlerin. Heute bei einem Wurf knapp an die 70 Meter heran, wie Sie hier deutlich sehen können, aber auch knapp noch im Sektor. 69,38 Meter für Galina Savinkova. Ihre typische Ausholbewegung mit der Schwunghand und dann erst kommt der Diskus, den sie auf dem Rücken hält. Landesrekordhalterin ist die 31-Jährige mit 73,26 Meter. Da kommt die Weite, 69,38 Meter. Lauf der Frauen. Ganz außen Ljudmila Bjelova und jetzt Maria Pinigina, die unter ihrem Mädchennamen Kulchunova sicherlich dem einen oder anderen noch bekannt ist. Sie war die erste unter 50 Sekunden Läuferin der UdSSR. Die vierte von links. Olga Vladikina, sie kommt jetzt rechts mit ins Bild. Jetzt ist sie wieder verschwunden, aber wir werden noch mehr von ihr sehen. Denn sie ist die neue Landesrekordhalterin der Sowjetunion mit immerhin 48,98. Die 115, Lilia Novoseltsova. Sie ist am schnellsten angegangen. Sie ist auch eine gute 200-Meter-Läuferin, aber jetzt führt schon klar Olga Vladikina. Zweite wird Maria Pinigina. Und auf den letzten Metern kam auf der Außenbahn Ljudmila Bjelova noch an Novoseltsova vorbei. 133, Olga Vladikina, 22 Jahre alt, also die Rekordhalterin. Die Siegerzeit 50,60. Na, das ist eine gute Ausgangsposition für einen Lauf unter 50 Sekunden. Maria Pinigina mit deutlichem Abstand, 51,80. Dritte Ljudmila Bjelova auf der Außenbahn, 52,13.